Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Lesung der Babylon Mysterienreligion mit Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend wieder über die Skype-Gruppe mich eingefunden, um die nächste Lesung aus diesem wundervollen Buch zu machen von Ralph Woodrow, das er 1966 geschrieben hat, oder veröffentlicht zumindest, und dann in den 90ern widerrufen hat. Das ist ein sehr interessantes Thema, wo wir vielleicht zum Ende des Buches nochmal drauf hinauskommen. Ich habe dann noch einen Text, der vielleicht interessant wäre, wenn jemand den übersetzen möchte, über das Widerrufen des Buches von Ralph Woodrow. Aber in der Zwischenzeit beschäftigen wir uns erstmal damit, was er 1966 veröffentlicht hat, in der Überzeugung, dass Babylon nach Rom führt, oder besser gesagt, dass Rom nach Babylon führt, wo er eigentlich eine neuere Version dessen, eine kürzere und kompaktere Version von dem aufgelegt hat, was Alexander Hislop bereits 1853, 113 Jahre vorher geschrieben hat, nämlich von Babylon nach Rom, oder wie es im Englischen heißt, The Two Babylons von Alexander Hislop. Und es war ja bis jetzt eine sehr interessante Reise, wo wir gesehen haben, wie Themen, die wir auch in Herrscher des Bösen drankamen, die missionarische Adaption drangekommen sind, und wo wir sehen, wie diese ganzen alten heidnischen Bräuche, Rituale und Traditionen überführt wurden in die römisch-katholische Kirche. Und in demselben Credo machen wir auch heute in dieser Lesung weiter. Es geht um dasselbe Thema, ganz exakt. Wir lesen nämlich jetzt in Kapitel 6, das wir heute anfangen, ist das Kreuz ein christliches Symbol? Ja, wenn in einem solchen Buch die Frage schon so gestellt wird, dann kann man da wohl von ausgehen, dass die Antwort Nein ist. Aber warum die Antwort Nein ist und ob die Antwort Nein ist, das werden wir jetzt im Laufe der Lesung erfahren. Und ich habe da etwas vorbereitet. Ich habe hier meinen englischen Film, den ich damals gemacht hatte. Es waren damals zwei Kapitel, die ich in einer Stunde gelesen hatte, nämlich Kapitel 5, was wir letztes Mal gelesen hatten, und 6, was wir jetzt hier lesen. Und ich starte den Film in der Zwischenzeit mal, dann sehen wir die Bilder, die da eingefügt sind. Und der Film läuft jetzt hier bei 27 Minuten los und wir fangen an zu lesen. Auf Seite 49 in dem PDF ist das Kreuz ein christliches Symbol. Es ist jedenfalls ein weit verbreiteter Gebrauch des Kreuzes. Das ist richtig. Also das Kreuz wird als eines der wichtigsten Symbole der römisch-katholischen Kirche angesehen. Gut, dann wissen wir ja schon im Grunde, dass es kein wirklich christliches Symbol ist. Denn es wird als eins der wichtigsten Symbole der römisch-katholischen Kirche angesehen. Die römisch-katholische Kirche ist aber nicht christlich. Und von daher beantwortet sich die Frage im Grunde direkt im ersten Satz. Also, wir brauchen nicht weiterlesen, wir können ins nächste Kapitel gehen. Nein, wir lesen natürlich noch, wieso das dann eben in Rom eins der wichtigsten Symbole ist. Es ist auf Dächern und Turmspitzen zu sehen. Man findet es auf Altären, auf Einrichtungsgegenständen und kirchlichen Gewändern. Der Grundriss der meisten katholischen Kirchen ist in der Form des Kreuzes angelegt. In allen katholischen Heimen, Krankenhäusern und katholischen Schulen schmückt das Kreuz die Wände. Überall wird das Kreuz äußerlich sichtbar geehrt und angebetet, in hundertfacher Weise. Wenn ein Säugling besprengt wird, das nennen sie dann im römischen Katholizismus die Taufe, die Besprengung mit Wasser, macht der Priester das Zeichen des Kreuzes auf die Stirn des Kindes und sagt dabei: Empfange das Zeichen des Kreuzes auf deiner Stirn. Während der Firmung wird der zu Firmende mit dem Kreuz gezeichnet. Am Aschermittwoch wird Asche benutzt, um ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Hier sehen wir, wie die Kirche in Form eines Kreuzes erstellt wird. Wir sehen hier die lange Teil und hier sehen wir die Kreuzung, die T-Kreuzung. So ist das oftmals bei Kirchen. Wenn Katholiken das Kirchengebäude betreten, tauchen sie den Zeigefinger der rechten Hand in heiliges Wasser, berühren die Stirn, die Brust, die linke und die rechte Schulter und beschreiben so die Form eines Kreuzes. Jetzt möchte ich hier mal ganz kurz bei stehen bleiben. Und ich möchte jeden mal bitten, der jetzt eben hier in dieser Aufnahme zuhört, mal eben sich das vor dem geistigen Auge abspielen zu lassen oder vielleicht sogar selbst dieses Kreuzzeichen mal eben zu machen, wenn man sich das nicht vorstellen kann. Und dann mal zu sehen, welches Kreuz man dann eigentlich macht.
Es ist das umgekehrte Kreuz, was man dann eigentlich als Zeichen macht. Weil der Strich, der wird von oben von der Stirn heruntergeführt auf die Brust und dann die linke und rechte Schulter. Und damit ist das ein umgekehrtes Kreuz. Es ist kein, zwischen Anführungszeichen, stehendes Kreuz, ja, wo also der lange, wie wir hier in dem Bild sehen, der lange Strich unten ist und dann oben das Kreuz kommt. Nein, das Kreuz, das man mit seinem Körper macht, dieses Kreuzzeichen ist eigentlich ein umgekehrtes Kreuz. Das, meine lieben Brüder und Schwestern, ist ein Hinweis darauf, dass das ein satanisches Signal ist und kein christliches Signal. Selbst dieses Kreuzzeichen nicht. Da sollte man sich von bewusst sein. Ja? Dasselbe Zeichen wird vor den Mahlzeiten gemacht. Während der Messe macht der Priester das Zeichen des Kreuzes 16 Mal und segnet 30 Mal den Altar mit dem Kreuz. In protestantischen Kirchen wird nicht an das Sich-Bekreuzigen geglaubt. Weder beugen die Gläubigen sich vor Kreuzen, noch benutzen sie diese als Gegenstand der Anbetung. Sie haben erkannt, dass diese Dinge unbiblisch und abergläubisch sind. Dennoch ist der Brauch des Kreuzes weitgehend erhalten geblieben, indem man es auf Kirchturmspitzen, auf Kanzeln und darüber hinaus in verschiedensten Formen der Dekoration findet. Nicht zu vergessen, als Halsketten wird es unglaublich viel getragen. Jörg? Ja? Kommentieren? Was denn? Darf ich kommentieren? Ja, ja, bitte, bitte. Achso, ich hatte die Hupe die ganze Zeit benutzt, aber wahrscheinlich... Die habe ich gar nicht gehört, die ist so leise. Oh. Ach so, okay, gut. Die musst du mal lauter stellen. Ja, ich wollte nur mal kurz anmerken, dass das mit dem umgekehrten Kreuz halt einfach auch keine Rechtfertigung hat, weil die Rechtfertigung der römisch-katholischen Kirche liegt darin, dass die sich auf Petrus als apostolische Nachfolge berufen. Auf diesem Fels will ich meine Kirche bauen, Jesus Christus, Zitat. Und die katholische Kirche behauptet, dass Petrus A. in Rom gewesen ist und B., dass er dann aus lauter Demut sich hätte über Kopf kreuzigen lassen, also mit dem Kopf nach unten, und dass daher die Form des Kreuzes resultiert. Beide Behauptungen sind nicht überprüfbar, beide Behauptungen sind letzten Endes auch dann reine römisch-katholische Lehre. Es gibt da keinen Beweis von. Es gibt eher Beweise dafür, dass Petrus in Jerusalem gefunden worden ist und weil Petrus der Apostel der Juden gewesen ist und Paulus der Apostel der Heiden, der Paulus, der eben in Rom gewesen ist und nicht Petrus. Und zudem, selbst wenn da jemand noch Zweifel haben sollte, da reicht doch ein Besuch bei der Church of Satan, bei Anton LaVey und Ähnlichen. Da gibt es also dann genug Bildmaterial aus der satanischen Kirche, die Teufelsanbeter, die genau dieses Kreuz eben verkehrt herum zeigen. Wollte ich nur mal ganz kurz einwerfen. Ist eine interessante Einwendung, die du da bringst, Bruder. Und ich danke dir da auch für. Und das ist auch sicher interessant. Nur dürfen wir ja eins nicht vergessen. Selbst die römisch-katholische Kirche, auch wenn sie sich auf Petrus beruft, das Kreuz ist immer noch ein Zeichen, das für Jesus steht. Ja? Wir lesen später auch noch oder kommen darauf hin, dass Helena, die Mutter von Kaiser Konstantin, ja nach Judäa gereist ist, also vor allen Dingen in die Gegend von Jerusalem, aber auch noch so andere Gegenden besucht hat und angeblich ja das wahre Kreuz Christi gefunden hat und davon Stücke ihrem Sohn gesendet hat. Und da geht es immer um das Kreuz Christi. Wenn man sich bekreuzigt, dann meint man im Allgemeinen das Zeichen Christi mit. Und das ist nicht umgedreht. Aber dass eben dieses Kreuzzeichen, das die Katholiken machen, ein umgekehrtes Kreuz darstellt. Schau, wenn die Katholiken sagen würden, du gehst von deinem Bauchnabel aus nach oben zur Brust, oder und dann gehst du bis zum Brustbein und dann gehst du runter bis zu deinem Busen und dann machst du rechts und links das Kreuzzeichen, dann hätten sie ja die Möglichkeit, ein aufrecht stehendes Kreuz zu machen. Aber das ist eben das Problem mit der römisch-katholischen Kirche, die größte Geheimgesellschaft dieser Erde ist. Sie hat eine esoterische und eine exoterische Lehre. Und der normale Laie, der normale Mensch, der Otto-Normalverbraucher, begreift überhaupt nicht, dass er ein umgekehrtes Kreuz macht.
Das ist der Punkt damit bei. So subtil arbeiten die. Wobei im Prinzip hast du recht. Dadurch, weil sie sich auf Petrus berufen, könnte man sagen, okay, machen sie das umgekehrte Kreuz. Aber sie machen das Kreuzzeichen ja nicht wegen Petrus, sie machen das Kreuzzeichen ja wegen Christus. Ne? Auf jeden Fall war das trotzdem ein sehr interessanter Einwand. Und von daher denke ich, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, wenn man schon ein Kreuz macht, ja, geh dann vom Bauchnabel aus nach oben zum Brustbein, runter auf den rechten und linken, auf den rechten und linken Busen oder rechte und linke Brust und mach das da und dann hast du ein aufrecht stehendes Kreuz. Ich schätze mal, dann wird der Pastor oder der Priester dich ganz merkwürdig angucken, wenn du sowas machst. Deine Bemerkung, Michael, hat sicher ihr Bestehensrecht. Ich will das auch gar nicht abstreiten. Aber im Allgemeinen ist nun mal das Kreuz immer noch ein Symbol für Christus und nicht für Petrus. Aber trotzdem war das interessant, deine Meinung dazu zu hören. Dankeschön dafür. Ja, gerne, gerne. Aber das ist eben, ja gut, wir sollten vielleicht weiterlesen. Es ist eben kein Symbol für Christus. Und es ist halt letzten Endes dann auch wiederum, was du gerade gesagt hast, eben nur die Doktrin der römisch-katholischen Kirche. Ne? Richtig. Okay. Und wie gesagt, die römisch-katholische Kirche ist so subtil, genau wie die Schlange, die war das subtilste Tier im Garten. Die römisch-katholische Kirche ist so subtil, den Menschen ein X für ein O zu verkaufen, sagt man doch im Deutschen, ne? Man sagt doch im Deutschen, du machst mir doch kein X für ein O vor, ne? X für ein U, ja. Oder X für ein U, ja. Ja. X für ein O oder X für ein U, ja, wie auch immer. Gut. Aber genau das macht die römisch-katholische Kirche. Die macht euch ein X für ein U vor, indem sie euch sagt, dass ihr dieses Kreuzzeichen machen müsst und mit diesem Kreuzzeichen macht ihr einen satanischen Gruß. Ein umgekehrtes Kreuz. Und sowieso ein Kreuz, das überhaupt nichts mit Christentum zu tun hat. Aber da kommen wir ja während der Lesung drauf. Wir sind ja erst ganz am Anfang. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Das wollte ich hören. Jetzt werde ich auch nicht mehr stören. Gut. Du störst nicht, Michael. Ich danke dir für deine Beiträge. Sie sind immer willkommen. Ja? Also, den Player wollte ich jetzt nicht wegmachen. Ich wollte das weiterspielen lassen. Also, der Ursprung des Kreuzsymbols. Die ersten Christen haben das Kreuz nicht als ein Symbol der Tugendhaftigkeit betrachtet, sondern eher als verfluchten Baum, ein Mittel des Todes und der Schande, wie wir in Hebräer Kapitel 12, Vers 2 lesen, wo es geschrieben steht, Zitat, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Eine kleine Textzeile in diesem Vers, wo man leicht hinüberliest, ohne sich die Wichtigkeit davon vielleicht einzuprägen, möchte ich noch mal kurz wiederholen. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Mit anderen Worten, Jesus ist der Anfang und der Ender unseres Glaubens, der Vollender unseres Glaubens. Ohne Jesus haben wir keinen Glauben. Mit anderen Worten, ob ihr das jetzt gerne hört oder nicht, nicht wir, die Menschen, wählen Jesus Christus und wählen zu glauben, sondern Jesus Christus ist, der den Glauben in uns eingibt. Durch Jesus Christus, er ist der Anfänger, also derjenige, der den Glauben in uns anfangen lässt und er ist derjenige, der den Glauben in uns auch fortsetzt. Nicht wir aus uns heraus glauben an Gott, sondern Gott ist derjenige, der den Glauben in uns einbringt und dafür sorgt, dass wir glauben. Es geht hier um Erwählung und nicht um freien Willen. Da könnt ihr euch in der Zukunft noch drauf freuen, da mache ich nochmal eine ganze interessante Lesung. Ein Schreiben, das Martin Luther an Erasmus geschrieben hat, gegen Erasmus, falsche Lehre des freien Willens. Und da freue ich mich jetzt schon tierisch drauf, das zu lesen. Das wird in der nächsten Zeit bei mir auch noch kommen. Aber das ist so ein kleiner Teil dieses Verses Nummer 2, wo man oftmals drüber hinwegliest und das gar nicht richtig wahrnimmt. Und das ist das Interessante an Bibelstudien. Nur mal ein kleiner Tipp, wenn ihr eure eigene Bibelstudie macht, wenn ihr euch mit zwei anderen Menschen zusammensetzt, sodass ihr drei seid und wie Jesus Christus ordiniert hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, in deren Mitte werde ich sein. Und ihr macht Bibelstudie zusammen, dann sind solche kleinen Dinge aus den Versen zu erkennen und zu diskutieren und zu besprechen unglaublich interessant und sorgen da manchmal für, dass man eine Bibelstudie macht, die vielleicht nur drei oder vier Verse lang ist, aber eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit gefüllt sind und man kommt mit viel mehr Erkenntnis aus dieser Studie, als man reingegangen ist.
Der Autor fährt fort und sagt, sie glaubten nicht an ein altes, raues Kreuz. Stattdessen gründete sich ihr Glaube auf das, was vollendet wurde am Kreuz. Und durch diesen Glauben kannten sie die vollkommene Sündenvergebung. In diesem Sinne predigten die Apostel über das Kreuz und rühmten es, wie wir nachlesen können im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 17 bis 18, Zitat, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden, und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Sie sprachen niemals über das Kreuz als ein Stück Holz, das man an einer kleinen Kette um seinen Hals hängen oder in seiner Hand herumtragen könnte, als Beschützer oder Talisman. Der Ursprung übrigens des Wortes Talisman ist schon babylonisch in der Bedeutung. Diese Art der Verwendung des Kreuzes kam später. Ja, und da habe ich hier halt die kleine Notiz mit reingenommen. Denken wir doch mal an Helena, Mutter des Kaisers Konstantin, die nach Jerusalem ging und dort angeblich das Kreuz Christi fand und ihrem Sohn Stücke davon sendete. Warum sie ihm nicht gleich das ganze Kreuz gesendet hat, das wird wohl für ewig ein Rätsel bleiben. Und ihr wisst ja, dass auf dem Vatikan, ja, wir sehen hier gerade das Ulmer Münster, oder die Kathedrale in Ulm, weiß ich nicht, ist das Ulmer Münster, glaube ich, ja, die höchste Kirche in Deutschland. Ne? Im Petersdom, wissen wir ja, ist dieser Obelisk im St. Petersplatz. Und auf dem Obelisken obendrauf ist ein Kreuz und in diesem Kreuz sind Holzstücke eingearbeitet, die angeblich von dem Kreuz Christi stammen. Erst als man damit begann, das Christentum heidnisch zu machen, ja, also als die römisch-katholische Kirche sich begann zu bilden, oder wie manche bevorzugten, das Heidentum zu christianisieren, hielt man das Bild des Kreuzes für ein christliches Symbol. Im Jahre 431 wurden Kreuze in Kirchen und Privaträumen eingeführt, während das Anbringen von Kreuzen auf Kirchtürmen erst gegen 586 nach Christus aufkam. Im 6. Jahrhundert wurde der Corpus Crucifixus von der Kirche Roms gebildet. Erst ab dem 2. Konzil von Ephesus wurde es auch für Privathaushalte erforderlich, ein Kreuz zu besitzen. Erforderlich ist eine freundliche Ausdrucksweise, um nicht zu sagen, wurde es für Privathaushalte auch Pflicht, ein Kreuz zu besitzen. Wenn das Kreuz auch ein christliches Symbol ist, kann man dennoch korrekterweise nicht davon sprechen, dass sein Ursprung im Christentum zu finden ist. Es war bereits in der einen oder anderen Form lange, lange vor der christlichen Ära und unter vielen nichtchristlichen Völkern ein heiliges Symbol. Nun, zu dem Wort heiligen Symbol habe ich nur die Bemerkung zu machen, dass nur derjenige, der heilig ist, etwas heilig machen kann. Nur Gott ist heilig. Und ich sehe in der ganzen Bibel nicht, dass Gott das Kreuz heiligt. Nach An Expository Dictionary of New Testament Words hat das Kreuz seinen Ursprung bei den Babyloniern des antiken Chaldäa. Zitat: Die kirchliche Form eines zweistrahligen Kreuzes hatte seinen Ursprung im alten Chaldäa und wurde dort und in den angrenzenden Ländern, einschließlich Ägypten, als Symbol für den Gott Tammuz verwendet, dargestellt in der Form des mystischen Tau, des Anfangsbuchstaben seines Namens. Um das Prestige des abgefallenen kirchlichen Systems zu heben, wurden Heiden in die Kirche aufgenommen, ohne rechte Buße und Glauben, und es wurde ihnen großzügig erlaubt, ihre heidnischen Zeichen und Symbole beizubehalten. Daher wurde das Tau oder T in seiner häufigsten Form der Darstellung mit dem tiefer gesetzten Querbalken übernommen, um für das Kreuz Christi zu stehen. Ende Zitat. Und hier bei dem ägyptischen Gott Amon sehen wir, wie er ein Kreuz in der Hand hält. Ich mache das hier mal eben. Kann ich das? Nee. Ich dachte eben, ich könnte das sogar hier farblich hochleiten, aber ich kann das nur so. Ja, geht. Nee, geht nicht. Machen wir es mal eben so. Da seht ihr das.
Ne? Die Geschichte des Kreuzes in den heidnischen Nationen. In jedem Buch über Ägypten, das die alten Bauwerke und Mauern antiker Tempel zeigt, findet man das Tau-Kreuz oder das Ankh-Kreuz im Ägyptischen. Die Illustration oben zeigt den ägyptischen Gott Amon, der ein Tau-Kreuz in der Hand hält. Kann man jetzt ja deutlich erkennen. Diese Illustration von einem Gebäude des Amenophis IV. In Theben entnommen, zeigt, wie ein König betet. Beachten Sie bitte den runden Sonnenkreis mit der mystischen Darstellung des Sonnengottes darunter. Ja, das ist also, was wir hier haben. Ja, der Sonnengott hier und, ja komm, ich will jetzt das, ich will jetzt hier die Punkte nicht mehr machen. Sonst macht er hier mal gleich die Farbe noch oder was. Das ist nicht mehr die Absicht. Gut. Diese Illustration von einem Gebäude des Amenophis IV. In Theben entnommen zeigt, wie ein König betet. Beachten Sie bitte den runden Sonnenkreis mit der mystischen Darstellung des Sonnengottes darunter. Ein bekannter Historiker schreibt bezüglich Ägypten, Zitat, hier finden wir durch tausende von Jahren hindurch unverändert unter den heiligsten Hieroglyphen das Kreuz in vielfachen Formen. Dasjenige aber, das am Besonderen als Kreuz Ägyptens oder als das Tau-Kreuz bekannt ist, wie der Buchstabe T geformt, oft oberhalb mit einem kreis- oder eiförmigen Ring versehen. Hinzu kommt noch, dass dieses mystische Symbol keine Eigenart dieses Landes darstellte, sondern es wurde von den Chaldäern, Phöniziern, Mexikanern und jedem alten Volk beider Hemisphären verehrt. Hemisphären, also wir sprechen hier von der westlichen und der also der europäischen und der amerikanischen, also eben der noch weiter westlich gelegenen Hemisphäre oder Westen und Osten mehr oder weniger. Da das Symbol des Kreuzes sich in verschiedenen Nationen ausbreitete, entwickelte sich der Umgang damit in unterschiedlichster Weise. Unter den Chinesen ist das Kreuz anerkannt als eines der ältesten künstlerischen Darstellungen. Es wird auf den Mauern der Pagoden dargestellt. Es wird auf die Laternen, die benutzt werden, die geheimsten Nischen ihrer Tempel zu beleuchten, gemalt. In Indien ist das Kreuz seit Jahrhunderten ein heiliges Symbol für nichtchristliche Völker. Es wurde verwendet, um die Gefäße des heiligen Wassers, das dem Ganges entnommen wurde, zu kennzeichnen, aber auch als ein Zeichen für körperlose Jaina-Heilige. In Zentralindien fand man zwei raue Steinkreuze, die auf eine Zeit datiert werden, die Jahrhunderte vor der christlichen Ära liegt. Eines ist mehr als 3 Meter, das andere mehr als 2,50 Meter hoch. Die Buddhisten, sowie viele andere Sekten in Indien, kennzeichnen ihre Anhänger mit dem Zeichen des Kreuzes auf der Stirn. In Susa, Afrika, tauchen die Einheimischen ein Kreuz in den Fluss Gitche. Die Frauen des Kabile-Stammes tätowieren sich, obwohl sie Moslem sind, ein Kreuz zwischen die Augen. In Wanyamwezi werden Wände mit Kreuzen dekoriert. Die Yariks, die vom Niger bis zum Nil eine Reihe von Königreichen gründeten, haben auf ihren Schilden ein Kreuz aufgemalt. Als die Spanier das erste Mal in Mexiko landeten, konnten sie ihr Erstaunen nicht verbergen, sagt der Historiker Prescott, als sie das Kreuz erblickten, das heilige Wahrzeichen ihres eigenen Glaubens, aufgestellt in den Tempeln Anahuacs als ein Gegenstand der Anbetung. Es war den Spaniern nicht bewusst, dass das Kreuz unter den Heidenvölkern, auf welche nie das Licht des Christentums geschienen hatte, das älteste Zeichen der Anbetung war. In Palenque, Mexiko, das vom Wotan im 9. Jahrhundert vor der christlichen Ära gegründet wurde, befindet sich ein heidnischer Tempel, der als der Tempel des Kreuzes bekannt ist. Dort ist auf einer Altarplatte im Zentrum ein Kreuz eingraviert in den Maßen 2 x 3,35 m. In der katholischen Enzyklopädie ist eine Fotografie dieses Kreuzes abgebildet, darunter die Worte Kreuz von Palenque aus vorchristlicher Zeit. In früheren Zeiten beteten die Mexikaner ein Kreuz als Tota, unser Vater, an.
Ein Stück Holz mit dem Titel Vater anzurufen ist auch in der Bibel erwähnt. Als die Israeliten Götzendienst in ihren Glauben mischten, sagten sie zu einem Stock, du bist mein Vater, wie wir in Jeremia 2,27 nachlesen können, wo geschrieben steht, Zitat, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Denn sie haben mir den Rücken zugewandt und nicht das Angesicht zur Zeit ihres Unglücks, aber werden sie sagen, mach dich auf und rette uns. Aber es steht im krassen Gegensatz zur Heiligen Schrift ein Stück Holz oder einen Priester mit dem Titel Vater zu bezeichnen. Denn in Matthäus Kapitel 23, Vers 9 steht geschrieben, nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Ja? Und dieses, was wir in Jeremia 2,27 bereits gelesen haben, und eben ein Stück Holz mit dem Titel Vater zu bezeichnen, ist auch ein Hinweis auf die Evolutionstheorie. Darwin ist nicht der Erfinder der Evolutionstheorie, nur mal eben so nebenbei angemerkt für diejenigen, die das noch nicht wussten. Vor langer Zeit in Italien, noch bevor die Menschen von den darstellenden Künsten überhaupt etwas wussten, glaubten sie an das Kreuz als ein religiöses Symbol. Es wurde als ein Talisman angesehen und auf Gräber gesetzt. Im Jahre 46 vor Christus war auf den römischen Münzen Jupiter zu sehen, ein langes Zepter in der Hand haltend, das in ein Kreuz mündete. Die vestalischen Jungfrauen des heidnischen Roms trugen das Kreuz an ihren Halskettchen, so wie es die Nonnen der römisch-katholischen Kirche auch heute noch tun. Auch die Griechen stellten Kreuze dar auf dem Stirnband ihres Gottes, wie bei dem babylonischen Tammuz. Porcelli erwähnt, dass Isis aus Ägypten mit einem Kreuz auf ihrer Stirn dargestellt wurde. Die Priester der Isis trugen Prozessionskreuze zu ihrer Ehre. Der Tempel von Serapis in Alexandrien war mit einem Kreuz gekrönt. Als der Tempel der Sphinx ausgegraben wurde, sah man, dass er den Grundriss eines Kreuzes hatte. Die Perser hatten als Kreuz geformte Standarten während ihrer Kämpfe mit Alexander dem Großen, 335 vor Christus, also genau die Zeit, wo das zweite, das silberne Königreich von dem folgenden bronzenen Königreich abgelöst wurde. Früher hatte das Kreuz auch bei den Ureinwohnern Südamerikas als religiöses Symbol verwendet. Neugeborene Kinder wurden unter dessen Schutz gegen böse Geister gestellt. Die Patagonier tätowierten ihre Stirn mit Kreuzen. In Peru wurden altertümliche Töpferwaren gefunden, die mit dem Kreuz als religiösem Symbol gekennzeichnet waren. Das übrigens, dass man das sowohl auf dem amerikanischen als europäischen Kontinent findet, ist ja weiterhin ein Beweis dafür, dass in der Bibel, wo von Peleg gesprochen wird, ja, dem Sohn von einem der Söhne von Noah, weiß jetzt nicht auswendig welcher, da hieß Peleg, der lebte zu der Zeit, als die Welt geteilt wurde. Ne? Dass wir also da die Kontinentalverschiebung haben. Da hatten wir auch letztens in einer Bibelstudie drüber gesprochen. Die kann man sich auf meinem Extra-Kanal anschauen, diese Bibelstudien. Ganz interessant. Früher wurde das Kreuz auch bei Ureinwohnern Südamerikas als religiöses Symbol verwendet. Neugeborene Kinder wurden unter dessen Schutz gegen böse Geister gestellt. Genau wie bei der römisch-katholischen Kirche, ne? Wenn sie da bei der Taufe das Kreuz auf die Stirn der Kinder machen. Die Patagonier tätowierten ihre Stirn mit Kreuzen. In Peru wurden altertümliche Töpferwaren gefunden, die mit dem Kreuz als religiösem Symbol gekennzeichnet waren. Denkmäler zeigen, dass assyrische Könige Kreuze trugen, die an ihren Halsketten angebracht waren, so wie es auch die Ausländer taten, die gegen die Ägypter kämpften. Ja, auch hier sehen wir ganz viele Kreuze. So, kann ich das jetzt endlich mal... Ich weiß nicht, warum die Maus das jetzt ständig macht. Ich wollte das aufhören. Aber hier sieht man auch wieder die ganzen Kreuze auf den Kleidung von dem König hier. Ne? Oder von der Person, die da dargestellt ist.
Auch bei den Rotno waren Kreuze auf den Gewändern abgebildet, und zwar schon im 15. Jahrhundert vor der christlichen Ära. Die katholische Enzyklopädie bestätigt, dass das Zeichen des Kreuzes dargestellt in seiner einfachsten Form von zwei Linien, die sich im rechten Winkel kreuzen, schon lange vor der Einführung des Christentums existierte, sowohl im Osten als auch im Westen. Es geht zurück in eine sehr frühe Periode der menschlichen Zivilisation. Die verschiedenen Formen des Kreuzes und ihre Bedeutung. Ja, hier auch in dem Video sehr interessant, das Kreuz hier oder die zwei Kreuze hier zu sehen. Ne? Ist das Kreuz nicht ein christliches Symbol seit der Kreuzigung Jesu? Das denken die meisten Menschen. Manche fragen das eben auch. Nun, es ist wahr, dass heute in der Vorstellung der meisten Menschen das Kreuz mit Christus assoziiert wird. Diejenigen jedoch, die die Geschichte des Kreuzes kennen und die abergläubischen Zwecke, für die es verwendet wurde, besonders in den vergangenen Jahrhunderten, sehen die andere Seite. Es klingt hart, wie jemand gefragt hat, angenommen, Christus wäre mit einer Schrotflinte getötet worden. Wäre das dann ein Grund, uns eine Schrotflinte um den Hals zu hängen oder sie auf der Spitze eines Kirchendaches anzubringen? Es läuft auf Folgendes hinaus. Das Wichtigste ist nicht was, sondern wer. Wer war es, der starb? Nicht was war das Instrument des Todes? Sankt Ambrosius hat richtig gesagt, Zitat, lasst uns Christus, unseren König, anbeten, der am Holz gehangen hatte, und nicht das Holz. Die Kreuzigung als ein Mittel der Exekution wurde in der Antike in Ägypten, Assyrien, Persien, Palästina, Karthago, das ist Afrika, Griechenland und Rom als Bestrafung für kapitale Verbrechen angewandt. Die Tradition schreibt die Einführung der Todesstrafe durch das Kreuz einer Frau, der Königin Semiramis, zu. Christus starb an einem Kreuz, welcher Art es auch immer gewesen sein mag. Und doch werden in der katholischen Religion viele Arten von Kreuzen verwendet. Einige wenige verschiedene Kreuzestypen sind hier auf dieser Abbildung unten hier abgebildet. Ja, wir sehen hier 7 verschiedene Kreuze. Auf einer Seite in der katholischen Enzyklopädie werden 40 von diesen Kreuzen gezeigt. Wenn das Kreuz in der katholischen Kirche erst mit dem Kreuz Christi eingeführt worden sein soll und nicht vom Heidentum beeinflusst gewesen ist, warum werden dann so viele verschiedene Arten von Kreuzen verwendet? Ja, wir sehen hier das lateinische Kreuz, Taukreuz, das Kreuz von Golgatha, das keltische Kreuz, Sankt Andreas Kreuz, das kennen wir ja auch in Deutschland von den Bahnübergängen her, griechisches Kreuz und natürlich das berühmte Malteserkreuz. Ein bekannter Autor sagt darüber Folgendes. Von den immer noch allgemein üblichen verschiedenen Kreuzestypen, die noch als nationale und kirchliche Wappen in Gebrauch sind, unterschieden nach den uns vertrauten Benennungen wie St. Georgs Kreuz, St. Andreas Kreuz, Malteser Kreuz, griechisches Kreuz, lateinisches und so weiter, gibt es keines, ja, keines, das nicht weit in die Antike zurückverfolgt werden könnte. Jetzt reicht mir das aber langsam mal. Jetzt muss ich doch mal, wenn ich jetzt speichere, ist das vielleicht endlich mal vorbei, ne? Muss ich das mal eben machen. Ne, bleibt immer noch so. Das Kreuz, das als das Taukreuz bekannt ist, wurde in Ägypten allgemein verwendet. Später übernahmen es die ägyptischen Christen, also die koptischen Christen, angezogen von der Form und vielleicht von der Symbolik, als das Wahrzeichen des Kreuzes. Was als das griechische Kreuz bekannt war, wurde auch auf ägyptischen Bauwerken gefunden. Diese Form des Kreuzes wurde in Phrygien benutzt. Phrygien, das ist auch interessant, gehen wir gleich in die Fußnote rein, wo es das Grab des Midas schmückte. Phrygien, ja. Ein wenig Wissenswertes über Phrygien hier mal nebenbei, deswegen habe ich hier einen Wikipedia-Link, wo ich das rauskopiert habe. Und dort lesen wir, Phrygia war ein Distrikt im Königreich Pergamon. Und wir wissen ja, dass heutzutage in Berlin so ein pergamonisches Museum, glaube ich, sogar ist, nicht wahr? Wir erinnern uns an Pergamon.
Es war der mittlere Punkt bei der Übertragung der babylonischen Religion nach Westen, nach Rom, ne, als es vom Osten über Persien und Griechenland nach Rom ging. Phrygien ist ein griechisches Wort und bedeutet Fremen oder Freemen, freie Männer, freier Mensch. Unser englisches Wort free kommt von Anfang an Silbe free, also P-H-R-Y geschrieben. Phrygische Kappen wurden den befreiten römischen Sklaven gegeben, um ihren neuen befreiten Status anzuzeigen. Das römische Gesetz betrachtet Freiheit als bedingten Status. Das kann man nachlesen in Herrscher des Bösen, Seite 258 im Englischen. Ich habe die englische Version hier, Seite 258, wenn wir da mal hingehen, das ist dann ungefähr hier, 265. 258, also 235, das ist ja, müssen wir die Buchseite nehmen, das ist noch 10 Seiten weiter, da steht das dann drin und wir lesen ja nachher noch in Herrscher des Bösen, das ist dann in Deutsch, aber das ist halt in dem Kapitel 23, da sind wir noch nicht, aber hier auf dieser Seite, das ist Seite 258, hier steht das irgendwo mit drin, hier, free. Und our English word free comes from the first syllable fry, ja, also hier habe ich das damals rausgenommen, um euch mal zu zeigen, wie interessant das ist, wenn man so verschiedene Bücher liest und dann die miteinander vergleichen kann und sehen kann, was in dem einen und dem anderen steht und man das Wissen des einen Buches eben auch wunderbar in dem anderen ansetzen kann. Wir lesen hier ganz einfach über Phrygien und erfahren jetzt, dass also hier in Phrygien, dass das freie Männer heißt und es gibt dann auch noch die phrygische Kappe. Da sehen wir dann auch später noch bei Herrscher des Bösen ein sehr interessantes Bild, ein sehr wichtiges Bild, auch ein Bild vom amerikanischen Kapitol und ein Bild von einem jüdischen König, der die phrygische Kappe trägt, Jehu, wenn ich mich nicht irre. Aber das sehen wir dann, wenn wir dabei sind. Jedenfalls, diese Form des Kreuzes wurde in Phrygien benutzt, wo es das Grab des Midas schmückte. Unter den Ruinen Ninives findet man eine Abbildung eines Königs, der ein Malteserkreuz auf seiner Brust trägt. Die Form des Kreuzes, die heute als die lateinische bekannt ist, wurde von den Etruskern verwendet, wie man an einem alten heidnischen Grab sehen kann. Das Kreuz in der Mitte und links und rechts davon geflügelte Engel, wie wir hier in dieser Zeichnung sehen. Ist ja schön, dass ich das jetzt so grün ausmalen kann, ne? Naja, gut. Also, das hat ja jeder jetzt gesehen. Unter den Kumas in Südamerika wurde das Kreuz, das St. Andreaskreuz genannt wurde, als ein Beschützer gegen böse Geister angesehen. Es erschien auf den Münzen Alexander Balas in Syrien im Jahr 146 vor Christus und auf denen der baktrischen Könige um 140 bis 120 vor Christus. Lange Zeit, bevor der heilige Andreas überhaupt geboren wurde. Das Kreuz, das wir hier zeigen, hier unten, wird heute das Golgatha-Kreuz genannt. Doch diese Zeichnung stammt von einer alten Inschrift in Thessalien, die auf eine Zeit vor der christlichen Ära zurückgeht. Eine letzte Frage bleibt. Jesus starb an einem bestimmten Kreuz. Welche Form hatte dieses? Nun, manche glauben, es wäre einfach ein Folterpfahl ohne Kreuzbalken gewesen. Das Wort Kreuz vermittelt die Vorstellung, dass Holzteile sich an einem bestimmten Punkt oder Winkel kreuzen. Jedoch das griechische Wort Stauros, das die Grundlage für das Wort Kreuz im Neuen Testament ist, hat nicht unbedingt diese Bedeutung. Das Wort bezeichnet einfach einen aufrechten Pfosten oder Pfahl. Wenn der Gegenstand, an dem Jesus starb, nicht mehr als das war, dann kann man überhaupt nicht von einem Kreuz als solchen sprechen. Das würde die Torheit aufzeigen, einige Kreuzesformen zu christianisieren. Aber es ist nicht notwendig, auf dieser Schlussfolgerung zu beharren. Die Aussage des Thomas über die Nägelmale, in Mehrzahl wohlgemerkt, an den Händen Jesu, wie wir in Johannes 20,25 nachlesen können, Zitat, da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und mit meinen Fingern in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Ja?
Also, solange ich dann nicht meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, weil in seine Seite, da wurde Jesus gestochen, als er am Kreuz hing, und das Blut, das da rauslief, wird, wenn man den Videos von Ron Wyatt folgt, ist dann hinuntergetropft und auf den heiligsten, auf die, wie heißt es, die Bundeslade getropft, die unter dem Kreuz stand. Das ist jetzt keine Fabel, was ich euch erzähle. Ron Wyatt behauptet tatsächlich, das gefunden zu haben und behauptet, dass das so passiert ist. Und das wäre dann natürlich eine wirklich fleischliche Erfüllung des Opfers Jesu Christi, wenn sein Blut auf die Bundeslade tropft, wie früher das Blut gesprenkelt wurde von den Tieren, die ja vor Jesus Christus geopfert wurden, um die Sünde hinwegzunehmen. Dann wäre also dieser Stich in die Seite der Stich geworden, der erklärt, dass Jesus Blut auf die Bundeslade wirklich getropft ist und dadurch also auch in der Hinsicht wirklich im physischen die Sünden der Welt weggenommen zu haben. Aber deswegen spricht hier der Thomas über seine Hand in seine Seite legen. Das würde ja auch sonst keinen Sinn machen. Also er will die Wunden sehen, die Jesus Christus in dieser Welt geschlagen wurden an seinem Körper. Also, diese Aussage des Thomas scheint ein Hinweis für ein Kreuz zu sein. Denn wenn es ein einzelner Pfahl gewesen wäre, an dem Jesus gekreuzigt wurde, würden seine Hände sicherlich mit nur einem Nagel durchbohrt worden sein. Die Tatsache, dass über seinem Kopf Platz für die Inschrift war, die wir in Lukas Kapitel 23, Vers 38 lesen, Zitat, es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift. Dieser ist der König der Juden. Diese Inschrift lässt auf ein lateinisches Kreuz schließen. Und übrigens, wenn wir Lukas uns hier nochmal eben anschauen, es stand in drei Sprachen der vollständige Satz geschrieben, dieser ist der König der Juden. Da steht nicht I-N-R-I, wie man oftmals in römisch-katholischen Kirchen und Kreuzen das sehen kann. Und diejenigen, die meine Lesung aufmerksam verfolgen, wissen, dass I-N-R-I für etwas ganz anderes steht. Ich diskutiere das jetzt aber nicht, weil das ist hier nicht heute Thema dieser Lesung. Kreuze, die wie ein T oder X geformt sind, kann man ausschließen, da diese wohl über dem Haupt nicht genügend Platz für die Inschrift lassen. Wir brauchen uns nicht so sehr um die genaue Form des Kreuzes Christi zu kümmern. All diese Thesen sind unbedeutend angesichts der wahren Bedeutung des Kreuzes, nicht die des Stück Holzes, sondern die der ewigen Erlösung durch Christus. Es ist nicht wichtig, wo er gekreuzigt wurde oder an was er gekreuzigt wurde, sondern das, nicht das Mittel, sondern der Zweck ist hier entscheidend. Und hier sehen wir noch in einer Zeichnung in hoc signo vinces, eine Darstellung von Konstantin, dem römischen Kaiser, der seine Vision hatte an der Milvischen Brücke von dem Kreuz mit den Worten in hoc signo vinces, in diesem Zeichen siege oder erobere, und eine Erklärung dafür, dass eben das Kreuz dann ein christliches Symbol in der römisch-katholischen Kirche wurde. Und das bringt uns dann fließend über in das nächste Thema, Kapitel 7, Konstantin und das Kreuz. Und hier werden wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auf, ich meine, in der nächsten Seite noch weiterlesen. Weil dann gehen wir in ein extra PDF rein und das ist für nächstes Mal. Konstantin und das Kreuz, die Vision des Kreuzes an der Milvischen Brücke. Ein Faktor, der auf herausragende Weise zu der Verehrung des Kreuzsymbols innerhalb der römischen Kirche beitrug, war die berühmte Vision des Kreuzes und die darauffolgende Bekehrung des Konstantin. Als er und seine Soldaten sich Rom näherten, standen sie kurz vor der sogenannten Schlacht an der Milvischen Brücke. Wie es zu der Zeit Sitte war, wurden die Haruspices um Rat gefragt.
Die Haruspices waren Menschen, die Divination betrieben, durch zum Beispiel das Lesen aus den Eingeweiden von Opfertieren. Vor einer militärischen Schlacht Wahrsager oder Orakel zu befragen, war auch ein Brauch des Königs von Babylon. Denn der König von Babel bleibt am Kreuzwege stehen, am Anfang der beiden Wege, um das Los-Orakel zu befragen. Er schüttelt die Pfeile, befragt die Teraphim, beschaut die Leber, wie wir in Hesekiel Kapitel 21, Vers 26 lesen können. Und hier finden wir auch Mithra, den Begründer des Aberglaubens Mithraismus, mit einer phrygischen Kappe, wie wir sie gerade eben besprochen hatten. Nun, im Fall Konstantins wurde ihm orakelt, dass die Götter ihm nicht zu Hilfe kommen und dass er in der Schlacht eine Niederlage erleiden würde. Aber dann, wie er später erzählte, erschien ihm in einer Vision oder in einem Traum ein Kreuz mit den Worten in hoc signo vinces oder in diesem Zeichen Siege auf Deutsch. Am nächsten Tag, es war der 28. Oktober des Jahres 312 nach Christi, rückte er weiter vor, hinter einer Standarte, auf der ein Kreuz dargestellt war. Er ging als Sieger aus diesem Kampf hervor, hatte seinen Feind geschlagen und bekannte, sich bekehrt zu haben. Natürlich trug solch ein scheinbarer Sieg für das Christentum entscheidend dazu bei, dass das Kreuz weiterhin in der römischen Kirche verwendet wurde. Es wird jedoch von allen Parteien zugegeben, dass Konstantins Vision des Kreuzes wahrscheinlich historisch gar nicht stattgefunden hatte. Über Konstantin ranken sich verschiedene heidnische Geschichten, sage ich jetzt mal, und wir kommen da später in dieser Lesung noch drauf zu sprechen. Die einzige Quelle, von der die Historiker diese Geschichte zusammenbrachten, ist Eusebius, der zugab, geneigt zu sein, anderen zu schmeicheln und der beschuldigt wurde, ein Verfälscher der Geschichte gewesen zu sein. Dieser Eusebius, den lernen wir gleich noch sehr gut kennen. Und zwar gleich, das ist in der nächsten Lesung, weil Eusebius und Konstantin, naja, ganz dicke Freunde, sage ich jetzt mal eben. Eusebius war damals der Bischof von Rom. Ne? Und der wurde beschuldigt, ein Verfälscher der Geschichte gewesen zu sein. Wenn aber Konstantin solch eine Vision gehabt hat, müssen wir dann annehmen, dass Jesus der Initiator dieses Gesichts, also dieser Vision war? Würde der Friedensfürst einen heidnischen Herrscher beauftragen, eine Standarte mit einem Kreuz herzustellen, um in diesem Zeichen zu töten? Wo doch Jesus Christus' Lehre eindeutig war, du sollst nicht töten, wenn wir uns an das sechste Gebot erinnern? Macht doch keinen Sinn, oder? Das römische Reich, dessen Kaiser Konstantin wurde, wird in der Heiligen Schrift als ein Tier bezeichnet. Das sehen wir ja in Daniel Kapitel 7, wo die vier verbleibenden Königreiche auf der Erde damals Daniel vorgestellt werden als vier Tiere. Babylon als geflügelter Löwe, Medo-Persien als Bär mit drei Rippen in seinem Maul, Griechenland als vierflügliger Leopard oder auch Panther und Rom als ein viertes unbeschreibliches Tier mit 10 Hörnern auf seinem Kopf. Die Bekehrung des Konstantin. Ha, ein schlauer Trick. Daniel sah vier große Tiere, die für vier Weltreiche standen. Babylon, wie gesagt, ein geflügelter Löwe. Medo-Persien, ein Bär mit den drei Rippen im Maul. Griechenland, ein geflügelter Leopard mit vier Flügeln dann noch wohl, weil die stehen für die vier Nachfolgegeneräle von Alexander dem Großen. Und Rom. Das vierte Tier, das Römische Reich, war so schrecklich, dass es von einem Tier symbolisiert wurde, das sich von den anderen wesentlich unterschied, wie wir in Daniel Kapitel 7, Verse 1 bis 8 lesen. Also nehmen wir gerne die Bibel zur Hand und lesen eben diesen ersten Teil, Kapitel 7, aus
dem Buch Daniel im Alten Testament. Im ersten Jahr Belsasars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichter, also Visionen seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die vier Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte drei Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe, ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte vier Vogelflügel auf seinem Rücken, auch vier Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe, ein viertes Tier, furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen, und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete, das gotteslästerliche Dinge redete. Daniel hat uns gerade eben den Antichristen beschrieben, das kleine Horn, das aus den 10 anderen Hörnern herauskommt. Wir haben keinen Grund zu der Annahme, dass Christus Konstantin aufgetragen haben soll, im Zeichen des Kreuzes zu siegen, um das System des römischen Tieres weiterzuführen. Aber wenn die Vision nicht von Gott gewesen ist, wie können wir dann die Bekehrung Konstantins erklären? Tja, und hier gehen wir nächstes Mal, ich lese den Absatz eben noch zu Ende, und nächstes Mal gehen wir in ein extra PDF: War der Kaiser Konstantin ein wahrer Christ oder war er ein heimlicher Heide? Wenn also die Vision nicht von Gott gewesen ist, wie können wir dann die Bekehrung, wenn es eine echte Bekehrung war, überhaupt erklären? War die Bekehrung von Konstantin echt? Darüber gehen wir nächstes Mal mehr lesen. Aber wir lesen eben noch den Absatz zu Ende, wo der Autor sagt: Es ist in der Tat so, dass seine Bekehrung ernsthaft in Frage gestellt werden muss. Obwohl er in der Aufstellung bestimmter Lehren und Bräuche innerhalb der Kirche maßgeblich beteiligt war, zeigen die Tatsachen klar, dass er nicht wahrhaftig bekehrt war. Das heißt, nicht im biblischen Sinne bekehrt war. Historiker geben zu, dass seine Bekehrung selbst nach den damals geltenden Maßstäben nur dem Namen nach erfolgte. Und hier schließe ich meine Lesung für heute ab. Und ich gebe euch gleichzeitig bei diesem Thema zu bedenken, dass wir ja weiterhin wissen, dass Konstantin im Jahre 321 ein Gesetz erlassen hat, das den Sabbat aus der Bibel vom 7. Tag auf die Woche der Woche auf den 1. Tag in der Woche verändert hat. Konstantin hat damals allen Menschen in der Stadt, ja, die Leute auf dem Land, Bauern, hat er gesagt, die können auch auf dem Sonntag eventuell weiterarbeiten, weil Landwirtschaft ist davon in der Hinsicht ausgenommen, weil die haben ja bereits mit den Unwirten des Wetters und so weiter zu rechnen und können nicht immer auf dem Sonntag sich frei nehmen. Aber die Menschen, die in 321 nach Christus in Städten lebten und sicher in der römischen Stadt lebten, wurde angewiesen, dass der biblische Sabbat vom 7. Tag auf den 1. Tag der Woche, den Sonntag, verändert wurde. Also möchte ich ganz einfach diese Lesung heute abschließen mit dem Hinweis: Wenn Konstantin tatsächlich zum biblischen christlichen Glauben bekehrt worden wäre,
wie kann er sich dann anmaßen, die Schrift zu ändern? Das, die Schrift zu ändern, ist ein Kennzeichen, das wir vom Antichristen kennen. Aus dem Buch Daniel, was wir gerade eben in Kapitel 7 gelesen haben, wo an einer anderen Stelle steht, sofort Michael, danke, jetzt habe ich es gehört, wo an einer anderen Stelle steht, der Antichrist, das kleine Horn, der Mann der Sünde, der Sohn des Verderbens, denkt, Zeiten und Gesetze ändern zu können. Und genau das macht Konstantin, wenn er den Sabbat von Samstag auf den Sonntag verlegt mit seinem Edikt von 321 nach Christus. Bitte, Michael. Ja, vielen Dank für die Lesung. Ich habe mich ja die ganze Zeit versprochenerweise nicht gemeldet und bei einer Sache ist mir noch aufgefallen, dass du ja diesen ägyptischen Gott Amon da gezeigt hast mit diesem Kreuz in der Hand, ne? Und da gibt es eine ganz, ganz berüchtigte Falschlehre sozusagen, die da besagt, dass wenn, egal wer, Katholiken oder Christen, beides zusammen ist ja schwerst möglich, dann zu Gott beten und das Gebet beenden mit Amen, dass dann der Gott Amun angerufen wird, also Amon angerufen werden würde. Das wäre eine Fehlübersetzung und man würde dann ägyptischen Gott anbeten. Dem ist nicht so. Wenn man den Ursprung des Wortes Amen in dem Neuen Testament, was von Jesus Christus oft als Zeichen seiner Souveränität, als Zeichen seiner Göttlichkeit immer am Anfang genannt wird, also beispielsweise im Johannes-Evangelium, da gibt es eine Stelle in Johannes 5, 19, da entgegnete ihnen Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sehe den Vater etwas tun, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Das heißt, Jesus benutzt dieses Amen als Anfang, um seine Göttlichkeit da herauszustellen. Und dieses Amen, was in der Bibel steht, hat als Wortursprung am Ahne vom hebräischen Ursprung. Und das heißt dann trustworthy, also vertrauenswürdig. Und Amen und im Englischen steht immer verily, verily, also wahrhaftig, ja. Und das hat eben mit dem Gott Amon nichts zu tun. Das ist wieder mal eine satanische Falschlehre, um Zweifel zu streuen. Das ist halt immer die Taktik des Teufels, der dann sagt, ja, hat Gott wirklich gesagt? Ja, Gott hat wirklich gesagt. Und Gott hat auch wirklich gesagt, dass er zurückkommt. Und dann freuen wir uns darauf. Und vielen Dank für die Lesung. Ich freue mich schon auf die nächste. Ja, danke, Michael. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den du da anholst, so ganz zum Schluss, worauf einige Leute jetzt vielleicht auch noch mal ein wenig nachsinnieren werden. Und ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe früher auch Videos gemacht, wo ich meine Zweifel an dem Wort Amen hatte. Eins der berühmtesten Videos, wo ich das ausgesprochen hatte, ist in dem Video, wo es um den Sabbat geht. Ich habe damals ein englisches Video gemacht, 2014 war das, glaube ich, noch. 14, Anfang 15. Nothing but the truth. Warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen? Die Sabbatfrage, ein sehr interessantes Video von 3 Stunden. Und damals hatten wir den Wayne Michael mit bei von der Website Avenue of Light, der auf seiner Webseite sogar einen ganzen Artikel darüber hatte, über den heidnischen Ursprung des Wortes Amen. Und ich hatte damals gesagt, dass ich meine Gebete meistens einfach ende mit Danke, Vater. Ich danke Gott dafür, dass ich meine Fragen und Gebete an ihn stellen durfte. Und ich danke Gott dafür, dass ich mit ihm sprechen durfte. Und ich sage einfach Danke anstatt Amen. Ich habe aber in der Zwischenzeit auch diese Falschlehre erkannt. Bin dir nochmal sehr dankbar dafür, Michael, dass du es hier zur Sprache gebracht hast. Und der Hauptgrund, obwohl ich das jetzt nicht so tiefgehend nachgeforscht hatte, wie du gerade erklärt hast, mein Hauptgrund, weshalb ich dem Wort Amen vertraue, ist ganz einfach der, es steht verschiedene Male in der König-James-Bibel. Und ich kann nicht an allen Orten und Plätzen immer wieder behaupten, die König-James-Bibel ist die einzige unkorrumpierte Bibel im englischen Sprachraum, selbst bis in die heutige Zeit. Und ich bin ein nur König-James-Bibel-Gebraucher, also King James Only ist. Ich kann das nicht vertreten und dann gleichzeitig aber sagen, ja, aber in der King James steht Amen und ich glaube nicht daran, dass das Wort Amen göttlichen christlichen Ursprungs ist. Und das hat mich dann, damals war ich ja noch ein wenig naiver, im Laufe der Zeit auch davon überzeugt, dass Amen
ein Wort ist, das man so gebrauchen kann. Nichtsdestotrotz endige ich viele meiner Gebete immer noch mit Danke, Vater, weil es ist ja auch nicht verkehrt, dem Vater im Himmel und Jesus Christus, unserem Bruder im Himmel, dem einzigen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, zu danken für seine Aufmerksamkeit, für das Erhören der Gebete, für das Vergeben der Sünden. Wenn wir ihn aufrichtig fragen, dann wird er uns unsere Sünden vergeben. Und deswegen möchte ich dann doch mit demselben Aufruf wie immer enden, dass in der Zwischenzeit, bis wir die nächste Lesung in diesem wundervollen Buch Babylon Mysterien Religion angehen, ihr euch auch die Zeit nehmt, regelmäßig eure Bibel zu lesen und euch dadurch mehr zu festigen in dem Wort Gottes. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha. They say